Willkommen bei Kapitel 6. Meine Suche nach dem Eindringling hat sich in einen Albtraum verwandelt. Emma behauptet, dass es 6 Stunden lang in den Wäldern umhergeirrt sei. Was noch viel schlimmer ist, jemand hat in meinem Büro eingebrochen und hat die Telegramme gestohlen. Während ich den Dieb verfolgte, musste ich einer schrecklichen Wahrheit ins Auge blicken. Wir werden seit langer Zeit beobachtet. Die Sowjets, sie wissen über alles Bescheid, kennen jeden kleinstes Detail. Die ganze Sache wird immer verworrener. Ich glaube langsam, dass Nikolai nie den Verstand verloren hat. Auch er war nicht allein. Jemand folgt ihm auf Schritt und Tritt. Where am I? Oh! Fuck! Wait. This is the bottom of some fucking well. How do I get out? Jemand, der das nicht sehen möchte oder sehen kann, bitte einmal weggucken. Fuck, ich denke, ich bin cute. Wah. Wah, 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 wah. Da ist ein Dreck. Und wieder hat er für 6 Stunden Emma alleine gelassen. Fuck, the plank is gonna break. To Emma as soon as possible. Oh, er hat mich wahrscheinlich in seinem Haus gefunden, gehe ich mal davon aus. Er hat mich wahrscheinlich in seinem Haus gefunden. Jetzt hat er die wieder 6 Stunden alleine gelassen. Und er wird sich jetzt schon längst in den Koffer gepackt. Jetzt schon längst meine Koffer gepackt und will weg. Wenn ich ganz ehrlich bin. Links oder rechts? Emma's alone at home. I must get back to her as fast as I can. Okay, hier bin ich. Hier bin ich die falsch. Das ist die falsche Richtung. Wir hätten den anderen Weg gehen müssen. Ja, wir sind hier die ganze Zeit schon rumgelaufen, aber jedes Mal sieht das irgendwie anders aus. Nicht eine Taschenlampe. Who the fucking hell nicht da eine Taschenlampe? Hier ist auch die Tür auf. I've left my wife alone and there's a maniac on the prowl. I just hope she's all right.
Also wenn ich deine Frau wäre und du würdest für 6 Stunden verschwinden und verpisst dich dann nochmal für 6 Stunden, ich glaube, ich würde dir den Arsch aufreißen. Oder ich hätte mich schon ins Auto gesetzt und wäre weggefahren. Ich glaube, ich wäre schon längst weggefahren. I'll deal with the car later. Emma's more important right now. Emma! What? Where is she? Was hab ich mich... Musste immer so rumschreien, ey. Emma! Wo bist du? Wie spät haben wir denn? Wir haben 3 Uhr nachts? Wir haben 3 Uhr nachts? Ist sie eventuell oben oder so? Oder ist sie doch? Emma. Been here again. This time, what happened to you? Why do you look like this? I slipped and fell into a stream. I'm all right. He's come back. You hear me? He keeps harassing us. The phone doesn't work. Maybe he cut the wires or... The important thing is he didn't do anything to you. But he could have. Look what I found. I'm sorry. I shouldn't have left you alone. Did you meet the sheriff? Ja, der hat den Kopf verhängen lassen. No, I must have missed him. I found the telegrams though. And believe it or not, the diary I told you about? Diary? Nicholas's diary. It'll help me decode them. I just need to find the remaining pages and then... You're doing it again! Someone wants to kill us and all you're worried about is work? Why don't you think about me? About our child? I do think, all the time. Then do something to keep us safe, and do it fast. It'll be over soon, I promise. Wenn so Kinder draußen waren, ein Abenteuer erlebt haben, die mir fragt, was war... Ja, ich bin im Spielplatz hingefallen. Ja, ja, von oben, über und über mit Blut, Handschellen an den Händen, weil, ja, ich bin einfach nur von der Rutsche gefallen. Ich will gar nicht wissen, wie der aussieht. Ich meine, wir haben hier sowieso kein Spiegelbild, aber... Guck mal. Holly, hi! The Beast Inside ist das. The Beast Inside heißt das Spiel. Meldung durch Emma, bla bla. Vorfall, Haus Friedensfurt, Sachbeschehen. Details zum Vorfall. Am Dienstag, den 28. August um 16.12 Uhr erhielt die Polizeidienststelle in Witham einen Anruf bezüglich einer vermeintlichen Hausfriedensbruch sowie Sachbeschädigung auf einer Privatgelände im Dexter. Die Anruferin, eine Emma Stevenson, behauptet, dass sich ein unbekannter Eindringling während der Abwesenheit ihres Mannes zugange ihrem Privatgelände verschaffte und die Reifen des Fahrzeugs von Mr. und Mrs. Stevenson zerbrochen hat. Ergreife Maßnahmen. Ich erreichte den Ort des Vorfalls um 17.03 Uhr. Eine vorläufige Untersuchung bestätigt mir absolut sicher, dass die Reifen des Fahrzeugs von Mr. und Mrs. Stevenson mithilfe eines scharfen Gegenstands zerstochen wurde. Fußabdrücke im Schlamm am Ort des Vorfalls deuteten auf einen männlichen Täter hin. Ich werde mich mit den Eigentümern unterhalten und im Anschluss eine weitführende Untersuchung meine abschließende Erkenntnis zusammenfassen. Hier ist nix. Ja. Hallo? Ew. Es ist ein Horror-Rätsel-Game. Warum nehmen sie nicht einfach das Auto von dem Typen? Hm? Oh, warte mal, ich habe noch was vergessen. Da vorne blinkt noch was. What's this?
In the late 19th century, the Hyde family, in order to avoid further association with the accusations against Jacob Hyde, legally changed their name to Stevenson. What? What the fuck? Am I supposed to believe that my family and the Hydes are one and the same? That's fucking absurd. Someone would have told me if we had such stories in our family history, wouldn't they? Unless it's bullshit. Bullshit invented by the sheriff. He wanted to set me up, mess with my head. Was he even a real sheriff? Fuck, I seriously can't put my finger on this. Oh Gott. Fallmord. Am Samstag, den 2. September, hat das Sheriffsbüro in Wilhelm die Nacht einen Bericht über den Quartier des Hills in Charles Grady um einen schweren verwundeten Mann, der im Gasthof erschienen war. Maßnahmen. Nach seiner Ankunft erklärte der stellvertretende Sheriff, der unterzeichnet, den Mann für tot. Beim Opfer handelt es sich um den seit 2 Wochen vermissten John Norton. Als Todesursache wurde erhebliche Blutverlust festgestellt. Das Opfer wies Stichwunden im Nackenbereich auf, die von einem scharfen Gegenstand, womöglich einem Messer, verursacht wurde. Dabei kam es zu artenziellen Arteriengefäßverletzungen. Darüber hinaus wies sein Körper multiple Schnitte und Risswunden sowie Verbrennungen auf, von denen einige bereits wieder verheilt waren. Untersuchungen vor Ort ergab, dass der Mann, der Hills Inn über die Straße durch den Wald erreicht hatte. Die Spuren des Mannes führten zurück zum Anwesen auf der anderen Seite des Flusses, das Jacob Hyde, dem Besitzer des Gasthofs und die Mine, gehört. Der Verdächtige konnte jedoch nicht in sein Haus angetroffen werden. Es gab jedoch Anzeichen, dass er das Anwesen allerlei verlassen hat. Das wahre Geheimnis hinter den Verbrechen ist in Blackstone. Ende des 19. Jahrhunderts änderte die Familie Hyde ihren Namen offiziell auf Stevenson, um sich von weiteren Anschuldigungen gegen Jacob Hyde zu distanzieren. Ich sag doch, das ist. Ich glaube, Jacob Hyde ist der Urgroßvater und Nicholas ist sein Großvater? Oder Urgroßvater? Hat die sich hier dann eingesperrt? Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe mir jetzt die Zettel angeguckt, aber irgendwas habe ich doch noch. Ich habe irgendwas im Auto noch vergessen. So, ich habe jetzt eigentlich alles. Aber hier riecht's nach Essen. Wir machen gleich mal eine kleine Pause. Chat, dann könnt ihr nämlich auch mal eben was essen. Na, eigentlich bin ich fertig mit dem Auto. Junge, habe ich mich erschrocken. Nee, hier ist nichts mehr. Unsere Reifen sind wirklich zerstochen. Sind wirklich ein bisschen zerstochen. I should carefully go through those documents. Maybe I'll learn something more. Dokumente. Was meint er, was für Dokumente? Im Auto ist doch nichts mehr. Da hat der oben irgendwie was. Ist so, da ist auch zu. Da ist der Schrank. Was haben wir denn hier? Oh, nett. Kuchen. Wo haben wir? Nee, das ist eine komische Zeitung. Oh, der ist zu. Ich höre Loki die ganze Zeit maunzen. Dokumente. Was für Dokumente? Hä? Da ist doch nichts mehr. Bin ich dumm oder so?
Also wir gucken jetzt noch mal ganz penibel, ob hier nicht noch irgendwas drin ist. Na, hier ist nichts mehr drin. Dokumente. Im Büro ist nichts. Ist im Wohnzimmer eventuell noch was? Ich hasse das hier die ganze Zeit durch. Oh, warte mal. Nochmal einmal. Ist auch zu. Dokumente. Ich hab mir die Notiz nicht ganz angeguckt. Da ist nämlich noch was. Es kommt mir bekannt vor, doch ich weiß nicht mehr, wo ich es einmal gesehen habe. Auf jeden Fall war es irgendwo in unserem Haus. Zusätzliche Anmerkung: Während der Durchsuchung des Familienanwesens der Heiß stieß der Sharon und seinen Stellvertreter auf einen geheimen Raum, der sich direkt über dem Büro befand. Auf dem Boden der dunklen Kammer kauerte der jugendliche Sohn von Jacob Hyde, Nicholas Hyde. Weder dem Sharon noch seinem Stellvertreter gelang es, mit Nicholas zu kommunizieren. Der Junge reagiert auf keinerlei Reize. Vielleicht haben die Misshandlungen durch seinen Vater ihn in eine Art Stupor versetzt. Der junge Hyde wurde in der Obhut von psychiatrischen Experten übergeben, die über seine weitere Behandlung entscheiden werden. Der Sheriff hat einen Haftbefehl gegen den flüchtigen Jacob Hyde erlassen und ein Kopfgeld von 500 US-Dollar aufgesetzt. Another secret. A hidden room in our house. I have to check it out. That fucker could have even been there when we moved in. Too bad I didn't know about it before. Über dem Büro? Finde die Orte hier auf dem... Es ist doch hier, oder nicht? This is it. I just need to place the disc in the opening, just like in the picture. Über die Geschehnisse der Nacht wird bei Tageslicht gerichtet. Was die Dunkelheit nicht bereichert, wird der Schein des Lichts offenbaren. Das ist... oh Gott. 1864 AD. That number sequence isn't random. 1800 AD. Ach nee, warte mal. War 1864 AD. Looks like a set of dates. Each corresponds to one letter. Oh Gott, plus C. Plus C? Ach so, warte mal. Mal gucken. 1700 CZ? Nee, warte. Plus C. Ja, das war das so. So? EZ oder was? Warte mal. Noch was plus M. Aber was soll das sein? 18 noch.
Ja, wie soll das denn sein? Jetzt so? Nee, das passt ja auch nicht. Warte mal. AD. AD. G. EC. EC muss das auch sein, oder nicht? If I can find the letters associated with the dates and arrange them into a word, the cipher will be broken. 1703. Hey, ich verstehe es nicht. Ah, okay, jetzt habe ich es. Mal gucken. 82. Was denn? Ich bin doof. 23. M. Was M? M. Da unten. G habe ich. E. Jetzt ein N. Ego. Was Ego ist heißen? Ego. Oder 17? E. E 17, 13. I. Ja, Ego ist das letzte. Ist er? Warte jetzt einfach. Oder? I. I. Sind die 900? Ja. Dann. Gott, bin ich gut, ey. Bingo. Ja. That was well thought out, Nicholas. Gott. Now I'll just put the apple in the right place. A hidden room in our house. I've gotta check that out. Oh, there's noch ein Dachhorn. What was that cursed place? Ach du Scheiße. What do those words and symbols mean? Father, mother, son, death, liar, Steven forgets mother. Gott. Alter, wir beide haben durch das Loch in der Wand mitgesehen, was Vater dieser Frau angetan hat. Gefällt dir zu jagen, macht am meisten Spaß. Liebe, Diebe, Mörder, Fälscher, Monster, Sadist und er und ich. Die Reise weiter strecken, ohne mich hier von der Stelle zu bewegen. All denen, die ich begegne, haben zwei Gesichter. Eins ist menschlich, das andere ist eine Bestie. Alter, der hat ihn hier oben einfach eingesperrt. Was ist denn das für ein... Was ist das denn für ein Tyrannenvater gewesen? Ohne Witz.
Voll der Turin-Papa. Oh, da ist noch ein Zettel. The man in the mask. Now I know who he is. What the hell is that? Someone's at the door. Sehr lustig. Nur ist da keiner. What? Hey, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.